Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infinity. Der Dani ist immer noch mit dabei. Hallo. Und ich versuche gerade irgendwie einen Weg zu finden, aus Eiern Strom zu machen oder aus Eiern irgendwas anderes Sinnvolles, weil Eier habe ich ohne Ende. Wo ist denn jetzt eigentlich? Hallo Menü. Verdammt, wie machen ich wieder Not Enough Items an? C war es nicht. Was? I? Oh. Scheiße. Oh. Ja, oh was, danke. Der Culinary Generator, der da. Wie macht man den? Mit Gerät und. Nein, indem man noch seinen Game Mode. Was ist passiert? Ich hatte plötzlich einen 64er-Stack drin und ich wollte eigentlich nur wissen. Ach ja, weil du noch OP bist, wegen der Whitelist. Du kannst das ausmachen, wenn du in dein Inventar gehst und links auf Option, oben auf Inventory und dann auf Rezeptmodus umstellst. Set Game Mode Survival, Magnet, Mode On. Einfach auf, da steht NEI Enabled und darunter Modus. Und da musst du auch so lange umstellen, bis da Rezeptmodus steht. Ah, da. Recipe Mode Back, perfekt. Weil dann kannst du nichts mehr cheaten. Ich cheate doch nichts. So, wir brauchen dafür 2, 4, 5 Eisen. 2 Eisen. Ja, und ein bisschen Stein. Das sollten wir hinkriegen, dann kann ich nämlich mal probieren, ob ich da die Ohr verwenden kann. Was zur Hölle? Warum war jetzt da bitte eine Fackel mit einer kleinen 1 und ist an mir vorbeigeschwebt? Das hat sich gerade richtig komisch angehört. Ja, ich hab da. Ah, warte mal, das ist, wenn du auf einen Energy Conduit mit einer Pickaxe rechts klickst, dann ist ein Fackelzeichen mit einer 1. Wahrscheinlich, dass er irgendwie aktiv ist oder so. Very strange. So, was sollte ich eigentlich machen? Kulinari-Generator! Nehmen wir erstmal die Hälfte von Pulverized Iron noch raus und lassen es mal durchpacken. Nämlich Brötchen. Tja. Wir müssen erstmal. Warte mal. Wir brauchen. Dos Furnaces. Habe ich nicht hier nur irgendwo eine Werkbank hingestellt? Da. Oh, du weißt nicht, was so richtig praktisch an meinem Zuhause ist. Also, die Chunks sind irgendwie so, dass direkt, neben dem Ort, wo ich halt mein Haus habe, extrem viele Tintenfische im Wasser spawnen, die sich dann auch nicht bewegen. Weil die so weit weg sind, dass sie nicht mehr in den geladenen Chunks sind. Okay. Die sind dann alle an der Oberfläche und du musst dich gar nicht anstrengen, wenn du sie umbringen willst, um Tintensäcke zu kriegen. Das heißt, sie schwimmen in ihren eigenen Tod mit einem Lächeln im Gesicht. Also das Lächeln hab nur ich. Hauptsache irgendjemand lächelt, wenn was stirbt, das ist schon okay. So, ich hatte doch da unten eigentlich noch Wutkiste, oder? Wude, da ist Wude. Woher habe ich diese 2 Hühnereier im Inventar? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich hast du die eingesammelt, als du bei meiner Chicken Farm warst. Wir brauchen einen Bisten. Der Moment, wenn du etwas Falsches in dein ja? Sortiersystem wirft. Achso, ich dachte, das kommt schon wieder Inventar. Ah! Aber kam ja nicht. So, der kulinarische Generator. Ich gehe mal kurz Schlepping. Schlepping? So. Das war total nicht absichtlich falsch ausgesprochen. Bitch, Schlepp. Eins, zwei, Furnace, Generator. Mir fehlt Eisen, ne? Ja. Mir fehlen noch 2 Eisens. So. Dann das und das und das. Perfekt. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was das Nervigste an diesem Mod war. An welchem Mod? Mistcraft. Hm? Und zwar, wenn du Tintengläser herstellen wolltest, musst du deine ganzen Glasflaschen nehmen und dann einzeln die in Wasser reinmachen und dann diese einzelnen Wasserflaschen benutzen, um die mit den Tintensäcken zu mischen.
Ich erinnere mich. Also Eier funktionieren nicht im kulinarischen Generator, aber Nüsschen. Und eine Nuss gibt 40 Sekunden lang Energie. Alter, wie viel gibt eine Nuss? Wie krass ist das denn? Das sind ja mehrere tausende F, die da drin stecken. Geil. Ey, für eine olle Nuss? Nicht gut. So, nachdem ich mich jetzt so über Nüsschen gefreut habe, können wir mal weitermachen. Ah, Mann, was kann ich denn mit Eiern noch machen? Doof. Muss jetzt irgendeine tolle Verwendung für Eiern geben. Für Also Eiern aus Wasser geben. kann man frisches Wasser herstellen. Es bringt mir aber nichts. Ich könnte Essence of Fickle Performance machen. Ich möchte nicht wissen, welche Performance das Ding steigert. Hat irgendwas mit Bienen zu tun. Auf was? Du hast ja schon richtig verstanden. Fick Magic Performance? Bees. Essence of Fickle Performance. Fickle. Scheiße, ich habe mich verlesen. Permanence. Aber Fickle habe ich richtig gelesen. Wahrscheinlich ein Deutscher, der dahinter war. Kein Engländer. Ja, toll. Ich kann ja aus Eiern fast nichts machen. Kann ich irgendwie ein Omelette oder so einen Scheiß machen? Was ist da? Fried Egg, Pam's Harvestcraft. Ah, vielleicht kann ich das in den kulinarischen, hast du nicht gesehen, reinschmeißen. Ein Stick und zwei Eisens müsste ich doch noch haben, oder? Habe ich noch Sticks? Nee, aber ich kann mich hier machen. So. Oder habe ich noch die Rohen Pfanne? Tintenfisch von einem Tintenfisch bekommen. Nein! Welch Ich kann Launen der den rohen Natur! Tintenfisch einfach so essen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ja, da gibt es aber auch Rezepte dafür. Da machst du dann deutlich höherwertige Speisens. So. Ich habe keine Pfanne, ich habe nur diesen Stößel. Naja, dann baue ich mir jetzt mal schnell eine. Aus Pam's Harvestcraft. Skelett. Dann. Da habe ich jetzt 11 Eier. Und die müssten noch jetzt in den kulinarischen Generator funktionieren. Please say, dass es geht. Ja, die funktionieren. Das heißt, ich muss die nur ein einziges Mal machen. Alter, die geben auch ordentlich. Das ist cool. Also ganz ehrlich, das ist cool. Du kannst nämlich aus deiner Eierfarm. Warte mal, ich erkläre das jetzt mal schnell. Aus deiner Eierfarm holst du dir die Eier und tust die mit einer Skelett in dein Crafting-Menü rein. Dann hast du nämlich direkt die Fried Eggs. Und die geben 26.000 RF im kulinarischen Generator. Eins. Boah. Eins. Und Das wie ist. viel Eier? Eins. Ein Ei. Ein Ei gibt ein Spiegelei und ein Spiegelei gibt 26.000 RF. Ist Das ist krank. extrem. Extrem. Entschuldigung. Das war komplett nicht geplant gerade. Und Spiegeleier müssen wir doch eigentlich auch richtig schön essen können. Nee, warte mal, warte mal. Ach nee, der habe ich jetzt alle in den Dings reingeschmissen. Ich habe gerade bemerkt, mein Strand sieht auf der Minimap extrem hässlich aus. Sonst, was der Strand ist. Wegen meiner Zuckerrohrfarm habe ich bei meinem Strand einen grünen Streifen drumherum. Naja, die wird ja nicht ewig dort bleiben, oder? Doch. Aber ich habe die halt nicht überall. Ich habe an einer Badestelle habe ich keinen Zuckerrohr. Warte mal, gibt's hier drin ein Auto-Crafting-Table? Auto. Nicht Atu, sondern Auto-Crafting. Nö. Muss doch der das sein hier. Auto-Workbench hieß das, okay. Es ist ja einfach. Vielleicht kriege ich es nämlich hin, dass es dann automatisch aus den Eiern die Spiegeleier macht. Und dann hätte ich nämlich eine unglaublich billige und richtig gute Energieversorgung. Muss aber aufpassen, diese Auto-Workbench. Kommt drauf an, aus welchem Mod du die jetzt baust. Ich muss mal auch danach suchen. Die Auto. ist aus BC Factory. Wie wird die geschrieben? AOTW. Auto und dann leer Borgbens. Ach, BC Factory, okay. Genau. Weil ich bin mir nicht sicher, aber wenn die nicht von alleine anfängt zu arbeiten, muss man die, glaube ich, mit so einem
Buildcraft Engine Teil antreiben. Du, die kostet nur ein bisschen, bisschen Holz, die probiere ich jetzt einfach mal aus. Weil das wäre so eine saucoole Energieversorgung. Dermaßen billig, dass es eigentlich schon weh tut, aber es ist schön. Also ungefähr so wie meine Windenergie, wenn Wind da ist. Ja, aber das ist ja sogar noch viel billiger. Oh, a bit rough on the edge. Ich denke, wir Ja, finden gerade zur Zeit die billigsten Wege. wir sind voll die Schmarotzer. Wir finden die billigsten Wege, jede Energieform herzustellen. Das muss ich bloß irgendwie schaffen, dass die Pfanne drin bleibt. Ist dir aufgefallen, wir beide machen aus Müll Strom? Jo. Also ich aus übernützig viel Kohle und du aus übernützig viel Hühnereiern. Bezeichnest du meine Hühner als Müll oder was? Jetzt bau halt den scheiß Erdblock ab, du Nase. Dann nehme ich halt die Schaufel, Spack. So. Da möchte ich Brauchst du da. Zuckerrohr? Och, später schon. Weil ich habe ein paar Stacks jetzt. Ich habe einmal abgefarmt und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Zuckerrohr. So, jetzt probiere ich das hier mal aus. Ich habe die Auto-Workbench. Warte mal schnell eine andere Workbench dazu hier. Ja. Dann brauche ich eine Kiste. Man gibt natürlich langsam das Holz aus. Also eine Auto-Workbench hätte ich jetzt auch gerne für dieses Tintensack-Zeugs. So unangenehm zu machen. Wenn du einen rohen Kalamari brauchst, sag's mir einfach, damit kann man sogar Sushi herstellen. Okay. Und man kann Also. aus ihm sogar einen rohen Fisch herstellen, was keinen Sinn ergibt. Also in die Auto-Workbench kann ich leider kein Pam's Harvest Craft Item reinlegen. Dieses Skelett, das geht nicht. Das ist ja echt Gülle. Yep, dann muss ich das manuell machen. Ist jetzt aber auch nicht so wirklich tragisch. Ich nehme jetzt hier nämlich ganz einfach mal eine Kiste, stell die mal hin. Dann stelle ich die Workbench da dran. Und zwar an diese hier. Wieso nimmt die jetzt die falsche Kiste? Die soll ich nehmen. Ach man, Workbench, du bist doch blöd. So, nächster Versuch. Jetzt hast du die richtige, genau. Dann. So. Kommt die andere Kiste dahin. So. Skelett. Ah Wenn du ja. jemals Leder brauchst, dann komm nicht zu mir, weil ich hab nicht genug. Ach, das ist nicht genug. Das war jetzt vielversprechend, oder? Ja. Das ist doch bescheuert. Kann ich das nicht irgendwie automatisieren? Das ist doch blöd. Bei SME könnte ich es automatisieren, aber bis ich ein ME habe, da habe ich hier ein paar Spiegeleier gebraten. Magst du Spiegeleier haben? Weiß ich Das nicht. ist bestimmt ein sehr hochwertiges Essen. Warte mal, ich habe sogar ein bisschen Hunger. Klingt mir zu gefährlich. Spiegeleier? Ich Ja. esse kein hochwertiges Essen von Leuten, die ich nicht kenne. Du kennst mich doch! Woher soll ich wissen, ob ich dich kenne? Weil wir schon Das war voll jetzt super viel random. aufgenommen haben. Boah, Alter, ich kriege hier eine Sehnenscheidenentzündung vom Spiegeleierbraten. Was soll denn das? Ist nur Fake. Eine Frage, sollte ich erstmal ein Jetpack herstellen, bevor ich in eine fremde Dimension reise? Ja. Wenn du nämlich eine hast, die sich auflöst, hast du sonst die komplette Wash-Karte gezogen. Na, ich habe immer noch mein Zurückbuch. Alter, mein kulinarischer Generator ist komplett voll. Muss ich mir irgendwie eine Powerbank oder sowas hinstellen? Jetzt, als ich mich gerade erinnert habe, es gibt ja noch Jetpacks. Ich so, warum habe ich noch kein Jetpack, aber ein MFSU? boah.
Wie war das? Powerbank, oder? Powerbank? So? Nein. Ah, jetzt weiß ich einen Sinn für meine Badboxes. Man braucht genau eine Badbox, um Jetpack herzustellen. Okay. Electrical Steel, wie stellt man denn das bitte her? Ja, wo ist die hingeflogen? Ist sie gerade durch die Decke? Ich baue eine Badbox ab und plötzlich landet sie auf der anderen Seite der Decke. Okay. Die war einfach da oben dann. Toll. Ich habe keinen Plan, wie viel so ein Powerbuffer bringt. Ich mach mal bei mir die Tür zu. Und zwar endlich. Was für eine Energiespeicherlösung würdest du für RF bevorzugen? Das ist schwierig. Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe in meinem Keller das, was ich am besten empfunden habe. Aber ich weiß nicht mehr, ob es RF speichert oder... Ja, das war RF. Die heißen Capacitator Bank. Capacitator Bank. Capacitator Bank. Muss sein. Und zwar waren das die Basic, die Basic-Teile, die von 8 Blöcken, die kann man zusammenstellen, die speichern bei mir 1, 2, 3, 1 Million Redstone-Flux. 8 Blöcke. Die Basic hast du gesagt? Mhm. Ach, Capacitor Bank heißen die, okay. Basic Capacitor Bank. Block of Redstone, das ist kein Stress. Basic Capacitor sollte auch gehen. Und scheißen Ingot habe ich auch noch welche. Copper, Gold Nugget, Redstone. Das sollte ich eigentlich hinbekommen, dass ich da ein bisschen was bauen kann. Mein ganzes Inventar ist nur noch eine reine Freude an Scheißmüll. Das ist zum Kotzen hier. Das war jetzt äußerst verständlich, ne? Oh, dort ein zweites. Das ist noch schlimmer hier. Aber ich muss mal irgendwann mal eine Folge genehmigen, wo ich nur sortiere. Es ist... Na, erstmal den ganzen Stein reinpfeffern. So, ich hab Gold Ingots. Ich brauche Kupfer. Da ist nix. Ist das? Hab ich hier noch Kupfer? Kupfer. So, ja, das sind 11 Pulverized Copper. Also noch 6 Copper, okay. Noch einen Gold Nugget. Block of Redstones habe ich auch. So, den ganzen Scheiße brauche ich erstmal nicht. Das kann weg. Das brauche ich. Das kann auch weg. So, das reicht erstmal. Hey, ist Kupfer weggelegt? Oh. Das war nicht so schlau. Also, Capacitor Bank. Das war ja die hier, ne? Genau. So, wir brauchen 4 von denen. 4 Kupfer-Ingots. 4, 8, 12, 16 Gold Nuggets und 8. Ja, soll ich ihn kriegen? So. Ne, da brauche ich mehr. Einfach mal so viel. Ja, ich wollte reichen, aber es ist kein Bock, das auszurechnen. Das ist falsch. Das ist richtig. Tick. 1, 2, 3, 4. So. Aber diese Kette. Ich stelle mir gerade ein Jetpack her. Jetpack. Oh, mache ich endlich Jetpack. Kann ich rumfliegen und dich von oben mit Pfeilen abschießen, die ich in 3 Schlägen umbringen? Nee, danke. Ist sehr freundlich, aber muss nicht sein. Ein lustiger Spaß für die ganze Familie. Aha. So, warte mal. Solange man nicht Cesar Oles heißt. Du bist so gemein. Ehrlich gesagt, soll ich dir auch ein Jetpack herstellen? Hast du so viel? Ich bräuchte von dir 2 Lapis Lazuli. Die kannst du sehr gerne haben. Müsste ich hier irgendwo mal im Kissen... Dann nehme ich mir aber auch ein bisschen mehr Lapis Lazuli. Ja, ich denke, das sollte ich haben.
So. Dann kommt der da rein. Du musst aber vorbeibringen, ja. Werde ich. Sau cool. Speichere ich meine erste Energie. Ich mache aus Spiegeleiern Millionen RF. So, du brauchst Lapis Lazuli. Wie viel brauchst du? 19? Ja. Dann gebe ich dir einfach die Hälfte von dem, was ich habe. Das sind 19. Dann ist das, glaube ich. Oder willst du alles haben? Dann habe ich 38. Kannst du auch haben. 19. 19? Okay. Hallo Creeper! Das war knapp. Immer Kannst schlafen. ja kurz bei dir mal im Bett schlafen oder so. Ja. Aber es hilft mir jetzt halt nicht, weil der Spackenkopf vor der Tür steht. Immer noch So. besser als in der Nacht rumzulaufen. Yep. Creepy. Run! Irgendjemand draußen macht sich gerade die Nase. Das finde ich so toll, dass man das durch das Fenster durchhört. Okay. Muss dir einfach vorstellen, wie laut es sein muss. Na, was mal so gut war, hab damals noch so Prospekte ausgetragen für euch kleinen schulischen Nebenverdienst und war dann bei so einem Hochhaus gestanden mit so sau vielen Briefkästen, hab da gerade verteilt und im untersten, war anscheinend Küchenfenster oder sowas, war das Fenster gekippt und da hat einer gerülpst, ne? Das war sowas von saumäßig laut und da sind Leute vorbeigelaufen, die haben dann mich voll doof angeschaut und ich war das überhaupt nicht. Gott, ich muss mir diese Situation gerade vorstellen, Ja, das das war ist. besonders, ich musste dann so lachen, weil das einfach so daneben war. Und dann war ich der Arsch, ne? Ja, hab gar nichts gemacht. Aber sehr, sehr lustig. Ach ja, hallo. Hallo. Du, warte mal, ich leg dir das in die Kiste. Schmeiß einfach hier auf den Boden, da ist ja Naja, noch was. ich hab halt, warte mal, da muss ich diesen komischen Ring ausmachen. Ring of Magnetization. Ach, kannst du dich da haben. Scheiße. Das sollte sowas wären. Ich find's immer lustig, weil ich dachte, du nimmst es dann auf oder was mit sich weg. Ach ja, Aber ehrlich Jucki. gesagt, wir könnten es auch hier immer an die Wand hängen. Da ist das Jetpack. Erdback. Es muss Ist aber meins? draufladen. Muss gegen das Holz. Rechts oder linksklick? Rechts. Leere Hand wahrscheinlich. Na komm, jetzt. Yay! Und hier ist der MFSU. Ich will sehen, wie schnell sich Oh. das auflädt. Ui, naja, 30.000 ist ja schon einiges, was da rein muss. Der Output ist 2048 pro EU pro Tick, Ich also finde es ja cool, 2000. dass ich hier meinen Jetpack voll mache und der trotzdem geladen wird. Hast du noch irgendeine andere Energiespeicher, die sich gerade in den MFSU entleeren? Nee, das ist nur das Windrad. Ist ja krass. Gut, dagegen ist meine. Halt, willst du Spiegeleier haben? Da, hast du was zu essen. Spiegeleier. Du hast deinen Metallring an. Ist er wieder. Ah, ich dachte, ich wäre schnell genug weggejumpt. Hey, die muss doch du haben, ich hab sie nicht. Bei mir sind die hinterher geflogen. Also ich hab sie nicht aufgenommen. Liegen die hier noch irgendwo? Da Hallo. liegen sie. Jetzt hast du sie, genau. Wahrscheinlich war der Vakuumhofer zu stark. Na, was hast du in der Hand, oder? Ja, hab sie. Perfekt. So, meine Freunde, aber noch 25 Minuten würde ich mal sagen, wir beenden diese unglaublich spannende Folge von Infinity. Ich laufe jetzt nochmal zurück. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Anita, tschüss. Tschüss. Oh Gott, das hat sich jetzt bestimmt richtig schlecht angehört. Ja.